Draco Magnus, die Bestie der Apokalypse. Draco Magnus, die absolute, direkt der Hölle entstiegene Inkarnation des Bösen, wütet mit seinem feurigen Atem in der Apokalypse des Johannes. Begleitet von Dämonenhorden droht der rote Riesendrache den Knaben Jesus, der in Kürze auf die Welt kommen wird, zu fressen. Nur ein Bote Gottes kann das Monster und seine infernalischen Legionen in die Flucht schlagen. Der Erzengel Michael. Er und seine himmlischen Heerscharen tragen einen mythischen Kampf aus, der zur Entstehung der Legende von Mont-Saint-Michel führen sollte. Draco Magnus ist der feuerrote Drache, der in der Offenbarung des Johannes den Teufel verkörpert. In einem titanischen Kampf zwischen Gut und Böse wird er vom Erzengel Michael bezwungen. Die Bibel erzählt von zahlreichen Drachen. Sie alle versinnbildlichen Satan, das Böse, die Barbarei, die Sünde und das Heidentum. Der schrecklichste von allen ist Draco Magnus. Das Ungeheuer erscheint in der Offenbarung des Johannes, auch Apokalypse genannt, die den Tag des jüngsten Gerichts schildert. Dort heißt es, Draco Magnus sei ein feuerroter Riesendrache mit 7 Häuptern und 10 Hörnern und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. In der Vision des Johannes tritt der Drache alsdann vor eine Frau hin, die in den Wehen liegt, die Jungfrau Maria. Der Drache droht, das Kind zu fressen, sobald es geboren ist. Aber Gott weiß dies zu verhindern. Er bewahrt das Kind vor der Gefahr und holt es zu sich, während die Mutter in die Wüste flieht. Dort hat Gott für sie einen sicheren Zufluchtsort vorbereitet. Nun kämpft der Erzengel Michael mit seinen Engeln gegen den Drachen und sein Dämonenheer. Auch der Drache kämpft mit seinen Engeln, doch sie richten nichts aus und es bleibt kein Platz mehr für sie im Himmel. Gestürzt wurde der große Drache, die alte Schlange, die den Namen Teufel oder Satan trägt, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde hinabgestürzt auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm gestürzt. In der Vision des Johannes liegt folgende Botschaft. Der triumphale Sieg Michaels zeigt, dass das Böse und der Tod überwindbar sind für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Denn dieser Glaube schützt ihn wie eine eherne Rüstung. So erzählt die Legende. Hahaha.